Der Startschuss ist gefallen. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bereits zum 14. Mal findet in diesem Jahr von 26. bis 27. Juni der Lipizzaner Heimatlauf statt. Die heiße Endphase wurde vor kurzem mit der traditionellen Start-up-Party eingeläutet, wo Organisator Adi Kern einen kurzen Einblick in das Rahmenprogramm des Lipizzaner Heimatlaufes 2015 gab. Am Freitag beginnt es ja wieder mit dieser Führung, dass das Bundesgestüt extra für uns macht, dieses Lipizzaner Geflüster bei Nacht. Dann beginnt der ADM um 20 Uhr mit seiner Show und am Samstag haben wir dann die Beats Club Band. Und an beiden Tagen, am Freitag und am Samstag, ist ab 22 Uhr für unsere Jugendlichen eine Disco. Aber nicht nur beim Rahmenprogramm gibt es 2015 Neuheiten, sondern auch beim Lauf selbst. Es gibt bei uns beim Business Run auf die 3,5 Kilometer gibt's einen ganz besonderen Bewerb. Eben nicht wie es bisher war bei den Business Runs, also das allgemeine Gruppenlaufen, was wir zusätzlich haben, sondern wir haben auch den neuen Bewerb eines Dreiergespannes. Nur bei uns ist es so, wie es nicht bei anderen Businessläufen ist, dass dieses Dreiergespann echt aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern dieser Firma bestehen muss. Somit hat jede Firma der Lipizzaner Heimat eben die Chance, diesen Bewerb zu gewinnen und wir würden uns um rege Anteilnahme freuen. Ein Event wie der Lipizzaner Heimatlauf könnte aber natürlich nicht ohne eine Vielzahl von Sponsoren über die Bühne gehen. Ja, wir sind ja nicht nur seit Jahren, wir sind eigentlich seit Anbeginn Mitsponsor und dann auch Hauptsponsor dieses Lipizzaner Heimatlaufes. Wir sehen es schon auch aus unserer Verpflichtung, in der Region tätig zu sein. Nachhaltigkeit ist für unser Begriff einfach da zu sein, für unsere Menschen vor Ort, nicht nur in wirtschaftlichen Belangen Partner zu sein für die Kunden und Unternehmen, sondern auch, für, wo wir auch gesellschaftlich was weiterbringen wollen. Ja, zum einen ist es einmal Freundschaft, die zu bestimmten Personen vom Lipizzaner Heimatlauf dazugehört, sage ich mal so. Und zum zweiten hat man uns angeboten, dass wir heuer den Businesslauf sponsern. Das ist natürlich eine besondere Sache für uns, weil dadurch kann man größer auftreten. Es ist uns Ehre und Auftrag zugleich, als regionale Brauerei in einer Region zu unterstützen, die für uns auch recht wichtig ist. Und natürlich ganz nach dem Motto, weil ich es mir verdient habe, haben sich natürlich alle Athleten, die teilnehmen, alle Läufer auch ein herrliches Murabier nach der Veranstaltung verdient. Viele der Sponsoren beteiligen sich aber nicht nur finanziell am Lipizzaner Heimatlauf, sondern auch aktiv. So ist es. Wir stellen auch eine Laufgruppe. Ich selbst werde mitlaufen, vielleicht einen 7-Kilometer-Lauf, der ist ja nach uns benannt, nach unseren Unternehmen Gätke und Angerringer. Aber wir werden auch ein Laufteam stellen, auch die Handballer und Fußballer werden dabei sein. Also werden wir schon einiges zusammenbringen. Na, ich glaube, der Lipizzaner Heimatlauf ist inzwischen ein traditionelles Event in unserer schönen Lipizzaner Heimat und ich glaube, es ist auch ein Botschafter für unsere Region und dadurch auch für die Unternehmer und für die Wirtschaft und für den Tourismus wichtig. Und da kann man dem Adi und seinem Team gratulieren und das ist einfach eine tolle Veranstaltung. Wie alle Jahre werden wir natürlich ein Team aufstellen. Ich selber bin auch dabei. Werden wir noch sehen, welche Strecke das ich schaffen werde. Aber wir versuchen, so die 7 Kilometer auch heuer wieder zu schaffen. Sport ist gesund und Sport ist auch ein Teil unseres Lebens. Wir haben auch sehr aktive Sportvereine. Ich komme auch selbst aus dem Sport. Und deshalb ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, unter Bernbach läuft recht viele Teilnehmer auch zum Lipizzaner Heimatlauf zu bringen. Naja, das ist die Entwicklung Richtung Tourismus und da sind eben solche Veranstaltungen ganz besonders wichtig, die Lipizzaner Heimat hinauszutragen. Da sind ja auch Läufer dabei aus anderen Regionen, sogar aus anderen Ländern, gell? Und wir sind am Anfang einer touristischen Entwicklung. Die Gemeinde Rosenthal legt viel Wert auf Gesundheit und Sport. Wir haben sind Mitglied der gesunden Gemeinde und unser gesunder Gemeindeobmann, der Herr Thomas Langmann, ist sehr aktiv dabei und wir fördern das heuer besonders und möchten schauen, dass auch die Kinder, wir haben das ausgeschrieben, dass auch die Kinder teilnehmen. Vorarlberg darf sich ja auch zu den glücklichen Gemeinden nennen, ein Mitglied der Lipizzaner Heimat zu sein. Und es ist natürlich ein Highlight in der Region, das natürlich von Jahr zu Jahr immer größer wird und auch bekannter wird. Und es ist für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, diesen Lipizzaner Heimatlauf auch zu unterstützen. Das ist eine Veranstaltung, die aus unserem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Das ist schon ein Aushängeschild, hat die Lipizzaner Heimat nach außen wahrnehmbar gemacht. Und ja, ich kann nur Gratulation an den Veranstalter, federführend, den Adi Kern, Danke sagen, weil es hat unsere Region sehr belebt. Der Lipizzaner Heimatlauf 2015, das Laufevent für die ganze Familie und vor allem für die ganze Region.